Könnten sowohl der FC Sion wie auch der FC Thun machen, vorausgesetzt sie entscheiden diesen Spitzenkampf vor 9.820 Zuschauern für sich. Der FC Thun in Rot dabei eher unter Zugzwang, aber auch zuerst im Angriff. Mann, oh Mann, geht das einfach, es ist angerichtet. Marc Gutbub trifft nach 3 Minuten zum 0:1. Herrlich eingeleitet von Dominik Franke und Gutbub tut's schon wieder. Zweites Tor gegen Sion, das erste im September hier im Tourbillon, war sein erster Challenge League-Volltreffer überhaupt. Der FC Sion muss sich nach diesem frühen Rückstand sammeln. Und das dauert eine ganze Weile, bis da eine Reaktion kommt. Numa Lavanchy, Theo Berdai nach 18 Minuten, Didier Tolos Mannschaft aber weiter hinten. Und vorne harmlos. 38 Minuten schon um, dem Leader fällt wenig ein. Theo Berdai und Mateo Matic sicher. 12 Heimspiele hat der FC Sion schon absolviert, verloren dabei nur einmal gegen Thun im vergangenen September. Aber hier können sich die Walliser nun endlich mal so ein bisschen vorne festsetzen. Lavanchy und dann kommt der Bock von Thun-Goli Mateo Matic. Räumt hier Dejan Sorgic sowas von ab und weiß sofort, was es gepfiffen hat. Penalty. Reto Ziegler leitet ein. Lavanchy verlängert und Matic findet sich so im Direktduell mit dem Sion-Captain wieder. Reto Ziegler, schon 6-facher Saisontorschütze, vom Punkt ein sicherer Wert. Gegen Mateo Matic, 39. Minute, der Ausgleich dank dem Schuss in die goldene Mitte. Dank diesem Treffer draußen auch Didier Tolo beschwichtigt, 1:1 zur Pause und danach Sendepause für ganz, ganz lange Zeit. 75 Minuten schon um, die Gäste aus Thun wieder einmal mit Janicic. Auf Lucien Dähler, seine Hereingabe nicht optimal. Der eingewechselte Koro Kone hat da vor dem Tor gelauert. Draußen hart Thun-Trainer Mauro Lustrinelli der Dinge. Währenddem der FC Sion die Handbremse nicht lösen kann, werden seine Akteure aktiver. Ecke, FC Thun, 79. Minute. Nicolas Sutter, 1:2. Die Gäste liegen zum zweiten Mal in Führung. Und Innenverteidiger Sutter wird zum Mann der wichtigen Tore. Jüngst erst Matchwinner beim 1:0 Heimsieg gegen Aarau. Und dieser Treffer hier könnte noch weit wichtiger sein. Setzt sich gegen Lavanchy durch und lässt uns Mauro Lustrinellis Anspannung noch einmal so richtig spüren. Und der FC Sion vor fast 10.000 Zuschauern zu Hause. Da läuft weiter nicht viel zusammen. 90. Minute. Lavanchy und so sehen Torgelegenheiten aus. Christian Sousa. Eckball, immerhin. Timothy Fayulu, der Torhüter, mit vorne. Sorgt vor Matic aber gleich viel Gefahr wie all seine Mitspieler. Immerhin dürfen die in den letzten Momenten der Partie noch in Überzahl agieren. Denn Schiedsrichter Tobias Thies zeigt Lucien Dähler tief in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte. Und das Spiel dauert noch etwas an. Dähler macht sich vom Acker, allerdings nur sehr halbherzig. Sieht und hört kurz darauf, aber den Schlusspfiff. Der FC Thun siegt im Wallis mit 2:1 und rückt in der Tabelle dem FC Sion ordentlich auf die Pelle. Nur noch 2 Punkte beträgt der Abstand der Berner Oberländer auf den FC Sion.